Heute ist der letzte Tag von Ramadan und gestern waren wir in der Moschee essen. Wir waren in der Moschee, in die Muhi auch immer fürs Freitagsgebet geht. Und während Ramadan gibt es hier jeden Abend etwas zu essen. Gestern gab es neben Brot und Salat auch Mante, Hähnchenkeulen mit Kartoffeln und außerdem noch eine Linsensuppe. Nachdem es dann soweit war, haben wir uns angestellt und uns auch was zu essen geholt. Ich habe mir von allem etwas genommen, außer von den Mante, die hat Muhi sich geholt. Und dann haben wir uns gemeinsam mit Freunden einen Tisch ausgesucht. Wir mussten nur noch kurz warten und ab 20 Uhr 8 durften dann auch alle essen. Natürlich gab es auch eine Dattel, die habe ich nur vergessen zu filmen. Aber das ganze Essen war wirklich richtig lecker. Mir hat die Suppe am besten geschmeckt und die anderen meinten, dass die Mante auch richtig gut waren. Soweit ich weiß, wird das Essen übrigens auch von Frauen aus der Moscheegemeinde zubereitet. Nach dem Essen habe ich dann noch eine kurze Tour vom Inneren der Moschee bekommen. Für alle, die es nicht wissen, wenn man eine Moschee von innen sehen will, dann muss man natürlich auch als Frau seine Haare bedecken. Danach hatten wir eigentlich noch Lust auf Eis, aber die Eismaschine war kaputt. Deswegen gab es dann doch nur Chai für uns.